Moin zusammen, hier aus dem sommerlich und sonnigen Hamburg. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, denn hier fangen jetzt gerade wieder die Nachbarn an mit Rasenmähen. Ich melde mich heute zum Thema Show Me Your Gear Challenge aus dem Grunde, sie läuft jetzt etwas über ein Jahr und inzwischen haben 70 Kanäle bei dieser Challenge mitgemacht. Grund genug, um mal zu schauen, wer damit dabei war und wo die Reise inzwischen hingegangen ist. Ich habe ja im letzten Jahr dann eine Playlist angelegt mit der Show Me Your Gear Challenge. Darin sind inzwischen alle Filme, die ich gefunden habe zu diesem Thema, die mir zugesandt worden sind. Und ja, wie gesagt, 70 Kanäle haben mitgemacht. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere auch mitgemacht hat, aber dann nicht richtig den Hashtag verwendet hat oder in der Titelbeschreibung. Also ich gucke mal regelmäßig, irgendwie einmal im Monat bei YouTube nach, ob da was Neues ist, und wenn da was auftaucht, dann kommt das mit in diese Playlist, die ich euch dann hier unten verlinke oder hier oben nochmal. Ja, nachdem ich die Challenge gestartet habe, hatte als erstes der Jens mitgemacht, der Jens unterwegs. Freunde, seid gegrüßt, mein Name heißt Jens, ihr seid auf dem Kanal der Jens unterwegs. Dann kam schon Camp Kramer, mein Bro. Und ja, selbst der Carlos mit seinen plus 6000 Abonnenten war einer der ersten größeren Kanäle, kann man so sagen. Es ging weiter Richtung Süden mit Wild Hikes TV, mit dem Sascha. Und dann ging es mal rauf und runter von Kiel bis in die Alpen. Ja, die Alpen. Auf einmal war es in den Alpen gewesen. Und zwar geht es in dieser Challenge, dass ich euch bestimmte Gegenstände vorstelle. Ja, es ist wieder soweit. Es ist Radl-Wadl-Zeit. Mhm. Heute bin ich auf dem Weg Richtung Hartkaser bei Elmau bis Lohweib von Bergdoktorhaus. Und heute erfülle ich meine Show Me Your Gear Challenge. Ja, und da bin ich ja nicht einmal nominiert worden zu der Challenge, sondern zweimal. Und ein drittes Mal war auch bald im Haus gestanden. Aber zweimal gelang. Und da möchte ich mich gleich bedanken bei den Kanal, die mich da abonniert haben, beim Jürgen von den Alpinfreunden und beim Jochen Bergwechsel Kramer. Die haben wir recht Gaudi gehabt, wenn sie ein Radlwadl da wieder rausfahren. Ja, auch Österreich war überhaupt sehr stark vertreten, nicht nur in den Bergen und im Flachland, sondern auch in der Prepper-Szene gab es einen Beitrag von Pepper Fox Austria. Der hat auch fast 20.000 Abonnenten. Fand ich klasse. Ich möchte mich noch einmal herzlich dafür bedanken, dass du und deine Frau mir so etwas Tolles mitgebracht habt aus der Schweiz. Das war wirklich nett. Mitgemacht hat auch der Ben, ein Mann im Wald. Ich glaube, das ist auch wohl hier der abonnentenstärkste Kanal mit. Das hat er im Moment 67.000 Abonnenten. Jedenfalls in der näheren Auswahl ist der blaue Sack hier. Das ist schlicht und ergreifend ein alter Schlafsack, das ist nichts Besonderes, der ist auch 21 Jahre alt. Es gab Videos unter Palm von der Sasse weit und weg. Beziehungsweise zusätzlich noch Folgendes dabei. Ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen, ein Kompass. Und von den Lofoten. Ja, so weite Reichweite. Meine Kamera. Meine Nikon D500, die ich einfach immer und überall hin mitschleppe und mit der ich einfach Fotos mache. Und es gab auch ein, zwei Videos, die vom Wasser aus gedreht worden sind. Hallo, Mam Freizeitkanal, Ralf hier. Heute ist mein Elli-Kanadier. Es handelt sich dabei um einen sehr, sehr alten Kanadier. Er ist mittlerweile circa 30 Jahre. Ja, und kurzfristig kam die Challenge auch zu den Messerfreunden. Der Schnurris hat mitgemacht. Aber sowas wird heute nicht mehr getragen. JM Knives, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ein paar Worte zu Holger vom Kanal Holger Presents. Das ist ein sehr interessanter. Ja, und inzwischen gibt es sogar ein englischsprachiges Video von der Cartier aus Belgien. Die nennt sich Steps by Cartier. Ja, ihr seht, es gibt in dieser Playlist einiges zu entdecken und einige Stunden Filmmaterial. Gut, ich freue mich, wenn ihr weiterhin nominiert und da noch einige Filmchen dazukommen.
in diesem zweiten Jahr. Mal sehen, wie lange die Challenge laufen wird. Dann kommen wir nochmal dazu, was ich denn mir als letztes gekauft habe. Mein neuester Ausrüstungsgegenstand. Nicht der Trangia-Kocher, sondern der Inhalt da drin. Und zwar ein X-Ball-Brenner mit dem passenden Sicherheitsbrenner dazu. Videos gibt es ja darüber genug im Internet. Carlos hat eine große Vergleichsgeschichte gemacht mit den verschiedenen Modellen. Ja, ich habe mir den Brenner gekauft, weil meine Trangia Spiritusbrenner so langsam den Geist aufgegeben haben. Die letzten Jahre habe ich ja immer im Camper meinen Kaffee gekocht, doch mein Hundi, der Opi Schnuff, der ist jetzt mit dem zunehmenden Alter ja immer bewegungsärmer und wir kommen halt nicht mehr großartig raus. Deshalb gab es in letzter Zeit auch gar keine Videos mehr von mir. Denn wir gehen einfach nur mal in den Park und einmal um den Block zur Zeit. Autofahren mag er nicht mehr so gerne und mit dem Camper unterwegs sein erst recht nicht. Das klappert da alles und dann kriegt er Panik. Das ist halt mit dem Alter, ne? Da muss man halt durch. Und ich freue mich natürlich, dass ich die kleine Fellnase noch bei mir habe und dass wir den wahrscheinlich letzten Sommer zusammen genießen. Ja, und als ich den Brenner im Internet bestellt habe, hat der Versandhändler noch dieses T-Shirt hier gehabt. Und das muss ich irgendwie mitnehmen. Das fand ich jetzt so witzig. Wenn ihr wissen wollt, welcher Versandhändler das war, dann schreibt mir. Also ich mache jetzt nicht irgendwie jetzt großartig Werbung dafür. Ja, Freunde, das war's für heute von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Kommt gut durch den Sommer. Genießt das tolle Wetter, was wir haben im Moment. Jetzt werden die Tage wieder langsam kürzer. Also geht raus, daheim sterben die Leute. Danke fürs Zuschauen, geht raus, daheim sterben die Leute. Sagt der Cam Kramer ja immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und zwischendurch könnt ihr ja auch gerne bei mir bei Instagram reingucken. Da gibt es dann kleine Videoclips, Bilder, Reels. Und das ist im Moment gerade so mein Hauptaktionsfeld. Ja, aber ich hoffe, dass demnächst auch hier mal wieder es weitergeht. Also, tschüss aus dem sonnigen Hamburg. Jo, um was soll es heute gehen? Es geht um Folgendes. Der Kanal Willems Outdoor hat eine Challenge aufgerufen. 5 Gegenstände zu zeigen. Den günstigsten Gegenstand, den teuersten Gegenstand, den ältesten Gegenstand, den neuesten Gegenstand. Mein Video. Ja, der Sascha von Wildex TV hat mich zu der Show-Your-Gear-Challenge nominiert. Die ist vom Willem, vom Kanal Willems Autowelt. An der Stelle viele Grüße an euch. Die Dose hat mit Inhalt damals, glaube ich, gekostet 1,95 Euro. Plus Pfand. Weit unter 10 Euro gekostet. Wollte ich gerne haben und habe ich nie benutzt bisher. Naja, Hauptsache haben. Sagen, fangen wir an mit dem ersten Ausrüstungsgegenstand. Und zwar ist das das älteste. Um knapp zu beantworten, nehme ich noch den neuesten Ausrüstungsteil. Das ist hier dieses kleine Funkmikro von Rode Wireless Go. Mahlzeit, Servus und Gemosche. Pfalz, Deutschland, was auch immer. Seid mir gegrüßt. Das ist das teuerste, das Garmin 64S. Ist mein ältester, mein neuester, der muss ja immer aktuell sein, schaue ich auch immer nach. Ich habe mehrere Ausführungen davon. Moin, moin. Und wir kochen auch nicht draußen, also wir brauchen nicht allzu viel Ausrüstungsgegenstände, haben aber trotzdem ein paar Sachen gefunden. Wie ihr sehen könnt, das ist aber auch schon gut ramponiert. Wie gesagt, hat schon einiges mitgemacht. Ich wurde letzten Sonntag vom lieben Waldwolf, Grüße gehen raus an dich, nominiert zur Gear Challenge. Grüß euch und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werde ich euch meinen ältesten Survival Bushcraft anfängt und man die ersten Übernachtungen macht, dann ja, hat man ja noch nicht so viel Erfahrung. Das hat eine Schere, dann hat es eine Klinge.
Ja, das ist das neueste Teil, was ich habe. Wie gesagt, bin gespannt, bin sehr gespannt. Der kann wirklich zwischen Leben und Tod entscheiden. Also der ist wirklich, wo man unterkühlt ist oder wenn man... Schaut euch das Video an. Ich tue es mal verlinken. Hi zusammen. Hi. Ja, herzlich willkommen zur Show Me Your Gear Challenge. Gegenstand, das ist hier dieser Göffel, also das ist die Bezeichnung für Gabel und Löffel. Hey, hallo Leute. Bei der Show Me Your Gear Challenge, natürlich machen wir mit, ganz klarer Fall. Grüß euch Alpin, Freunde. Der Flo vom Kanal Draußen bleibt's gesund hat mich nominiert zur Show Me Your Gear Challenge 2021, zu der uns der liebe Flo vom YouTube-Kanal Draußen bleibt's gesund nominiert hat. Mein erstes richtiges Wander-T-Shirt aus so einem speziellen Material. Immer noch gehandelt mit knapp 500 Euro, je nachdem, wo man sich es bezieht. Wird, dann könnte man oder matschig oder rutschig oder eisig, dann könnte man schon mal in Schlittern geraten. Eine Gabel. Ein Messer. Ja, hi und hallo bei Buttereinander. Herzlich willkommen bei der Show Me Your Gear Challenge. Es ist, lieber Christian, 5 Monate her, seitdem du mich nominiert hast. Hey Abenteuer, ich wurde vom Outdoor Buddy, Grüße gehen raus, zu einer sehr interessanten Challenge nominiert. Ja, Decathlon generell, muss ich ja sagen, bin ich ein Fan von. Da gehe ich äußerst gerne rein und stöbe einfach, ohne wirklich was zu kaufen. Schwer hier reinzukommen, selbst mit der Hand. Mein teuerstes und mein billigstes und zum Schluss das, was ich am häufigsten benutze. Wanderverliebte, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht schon anhand des Titels, heute gibt es kein normales Wandervideo, sondern heute gibt es ein kleines Special. Und zwar wurden wir vom lieben Schrömmi vom Kanal Poteinander nominiert für die Show Me Your Gear Challenge. Und den ich jetzt nominieren werde, ich weiß, lieber Boris, dass du das auch nicht machen willst, aber ich hoffe auch. Der ist eigentlich, glaube ich, für Radfahrer gedacht. Ich hatte ihn mir gekauft vor bestimmt 15 Jahren schon, als ich immer zur Arbeit gejoggt bin. Damals konnte ich zur Arbeit schön hinjoggen, hatte ich duschen, hatte ich... Ja, Jürgen, für die Alpin-Freunde, danke für die Nominierung. Show me your gear. Nur mal. Ja, Jürgen, für die Alpin-Freunde, danke für die Nominierung. Show me your gear Challenge. Und diese Split-Tabletten, die stinken einfach wie Hulle. Die riechen richtig nach fiesem alten Fisch. Absolut nicht meins, der wird ja mir beim Essen zubereiten schon schlecht. Und da. Meine alte Handheld-Kamera. Jetzt könnt ihr das einmal anschauen, ja? Samsung. Ja. Das ist die meine Lieblingskamera. Somit kommen wir auch gleichzeitig zum beliebtesten, weil das ist mein beliebtester Gegenstand, und zwar die Sony ZV-1. Ist eine mega geniale Kamera. Richtig tolles Wetter. Endlich normales Wetter. Und deswegen kann ich auch jetzt wieder rausgehen, weil ich bin da nominiert worden zur Challenge Show Me Your Gear. Hallo und Grüße aus Berchtoldsdorf. Ich bin Flat dabei und heute gibt es einmal keine Tour oder zumindest nur eine Spur von einer Tour, denn ich bin gechallenged worden, und zwar vom lieben YouTube-Kollegen Jochen Bergwechselgramer. Und unterwegs, voller Power, voller Kraft, voller Energie bin ich heute mal wieder unterwegs. Yeah. Hallo und Servus zusammen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin getaggt worden, und zwar von dem Carlos. Kanal Karl Heger, und den verlinke ich euch natürlich unten, den Kanal. Und der wiederum hat mich dadurch getaggt, dass es eine Challenge gibt von Willems Outdoors. Und zwar hätte der gerne, dass wir mal folgende Ausrüstungsgegenstände in die Kamera halten. Ein Video zu machen über meine 5, was weiß ich, besten, liebsten, altesten, billigsten Ausrüstungsgegenstände. Ja. Qualität zum guten Preis, kann man auch sagen. Genau, ist tatsächlich auch kein teures Zelt, also super für Einsteiger, muss man einfach sagen. Ich habe es ja nicht gewonnen. Der nette Kanal Willems Outdoor Welt hat diese Challenge ins Leben gerufen.
Und uns haben direkt zwei Kanäle nominiert. Einerseits der Kanal City Reini, den wir natürlich auch verlinken. Und der Kanal Sasse weit und weg. Sein ältestes, sein neuestes, sein teuerstes, sein billigstes und sein liebster Gegenstand zeigen. Den man verstellen kann und als Mundschutz dann um den Topf rumgeht. Ich glaube, ich sollte nicht rascheln und schwätzen gleichzeitig. Dabei handelt es sich um die Scarpa Zen Pro Zustiegsschuhe. Die habe ich mir vor etwa 3 Jahren gekauft als unser neuesten Gegenstand, ja eigentlich mein neuester Gegenstand, ne? Ja. Du hast noch nichts bekommen. Das ist mein Tourenrucksack oder mein Tag. Ich wurde nämlich vom Alexius nominiert für eine Gear Challenge. Und ja, darum geht es, den neuesten, den ältesten, den teuersten, den billigsten und den, ja, den liebsten Gegenstand zu zeigen, den man so, ja, unterwegs beim Wandern benutzt. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich eine Werbung in dem Sinne. Wie gesagt, hat auch nichts gekostet. Und ja, ist eine coole Sache. Vielleicht habt ihr auch mal Bock und wollt wissen, was da um euch rum so zwitschert. Und dann eignet sich diese App auf jeden Fall dafür hervorragend.